So, da kümmern wir uns mal um den kleinen Verrecker da hinten. Kenne mich meine eigene Wohnung nicht aus. Rechts war das Kind. Peace. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Ich dreh dir gleich mal hier ins Gesicht. Hui. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Sarkastisch Fernsehen klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Oh. Was ist los? Es ist ja nur die Hütte hier auf. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint anscheinend abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Doch, ne, ja. Wir müssen zum Vault. Habt euch nicht so. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hill. Alter, das sieht so geil aus. Begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Kommt, ihr Kunden. Ist ja alle rennen. Ist mein Aldi überhaupt hinter mir? Da hinten. Ach, komm. Scheiß drauf. Ich bin der Erste. Was ist denn hier rennen? Das ist Hüpfen. Das habe ich schon mal mitbekommen. Scheiß, wenn man mal alles über Controller zappt und jetzt wieder über tausend Maus und Tastatur. Und haben, dann treten Sie vor. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener. Na, was ist sonst? Okay, danke. Viel Glück, Mann. Sie beide, folgen Sie mir. Ich komme doch schon. Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, mach doch mal nicht so einen Stress. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Haben wir wenigstens eine schöne Aussicht. Lass die Bomben krachen. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Das sieht so geil aus. Festhalten! Geht das nicht schneller? Yippie! Natürlich. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Jawohl. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Was ich mich frage, wie die Geschichte ist, wenn ich jetzt ein Kerl bin. Gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ob meine Frau denn erschossen wird, statt mein Kerl. Komm jetzt hier. Und nicht ewig Zeit, Alter. Einfach hier entlang, bitte. Voltec ist für Sie da. Männlich. Hier. Alle neuen Bewohner. Tach. Hier entlang, männlich. Alles okay. Gehen Sie zur Tisch. Gucken Sie sich an, Anzug. Einfach hier entlang. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Danke. Willkommen. Nehmen Sie es wird längst das Kleine mal hier so eine Rüstung geben können. Sag mal, also Sie drei, folgen Sie gib mir. Den Shit doch mal. Och, na was denn du ne? Hä? Siehst du? Hey, das ist unser Sie neues mit. Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Mhm. Die anderen sind natürlich auch großartig. Natürlich. Erzähl noch so einen Scheiß. Das ist Tom. Unser Zuhause. Alles, Sir, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Medizinisch am Arsch. Ja, ist doch gut. Orange ist gesagt. Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause.
Ja, und jetzt? Gehen Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Du willst mich doch verarschen. Alles wird gut. Also wenn Sean wieder geklaut wird, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich gehe jetzt schon ein. Oh. Jetzt habe ich diesen scheiß Anzug da an, ey. Ich überlege, was ich von der Rüstung auf der PS4 schon hatte. Mhm. Zeit für ein ganz neues Leben. Ciao. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. So, eingefrostet. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Eingepennt. So. Jetzt tauchen wir langsam wieder auf. Oder? Das ist sie. Da. Mach sie auf. Ich sehe nichts. Alter. Naja, wir sehen uns schon wieder. Alter. Diese Fickfotzen. Na, wartet, euch finde ich. So, ihr Kunden. I'll be back. Okay. Zeitreise für Anfänger. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Gib mir mal eine Knifte, ich will die Kunden hier gleich über den Haufen rotzen. Fick Scheiße hier. Komm schon! Doch, es geht auf. Wollte schon sagen. Meine Alter. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Definitiv. Gib mir eine Knarre, Alter. Ich brauche eine Knarre. Damit ich gleich einen Haufen rotzen kann. Danke für Vertrauen, Kira, Lebenserhaltungs... okay, da steht... Ich brauche eine Knarre. Ja, ich gehe doch schon raus. Ist hier auch was drin, was ich noch mitnehmen könnte? Achso, ich könnte gleich runter. Da ist nichts drin, sehr schade. Erstmal gucken wir hier noch mal schnell. Gut, das ist. Nee, brauche ich nicht. Das haben wir hier unten drin. Da ist auch nichts drin. Vorkriegsgeld. Können wir. Voll gegen den Tisch geschlagen. Okay, haben wir noch irgendwas? Nee. Okay, dann fight mal jemand mit den Kippern jetzt rum. Uah. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Ja. Yes. Mehr.
Was haben wir da? Radkakerlakenfleisch. Kakerlaken? Ja. Was zum Teufel? Diesen Kakerlaken. Okay, wir checken jetzt erstmal hier schnell. Zack, zack. Da ist nichts drin. Auch nichts, auch nichts. Auch nichts. Schlafen könnte ich. Oh, ich habe jetzt lang genug geschlafen. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Wackelpuppe oder irgend so ein Scheiß? Toaster. Schön Toaster, Kaffeebecher. Da ist auch nichts. Freizeitterminal, Feuerzeug, Bleistift. Okay. Nichts Gescheites. Das ist ein sehr großes Loot-System. Da ist noch eine Kakerlake, die krachen wir weg. Eine vom Latz. So eine andere Klatsche oder was? Was ist hier passiert? Wo sind alle? Alle Dev. Ein aufs Maul. Ein aufs Maul. So. Das ist schon mal gut, Simpacks gefunden. Simpacks stellen bis zu 30 deine Maximum bis zum letzten Körper verfrühen, sodass du sie schnell angreifen kannst. Das ist Blocken. Okay, hier haben wir Knifte. Ist das alles, was noch übrig ist? Scheint so. Drei, null oder vier. Ah, okay. Da haben wir noch ein bisschen Munition, die nehmen wir noch schnell mit. Die Pistole nehmen wir mit. Koffer für Kryolator und Sperrmeister. Dich hole ich mir später. Das muss ich mir nur merken. Oder da ist auch nichts. Was haben wir da? Zigaretten nehmen wir mit, die können wir kloppen. Also verkaufen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas auf der Terminal benutzen? Ist euch ein Terminal gesperrt? Gut, dann müssen wir das jetzt hier machen. Terminalverrichtung, Anweisung für Aufseher, Betriebskontrolle, Aufseher, Evakuierungstunnel öffnen. Okay, bewahren Sie. Ja, ist doch gut. Mal auf die Hütte. Kyrolator. Okay. So, die Hütte ist offen. Das ist ja übelst geil, dass du hier so übelst geil zoomen kannst. Klack. Ja, freilich. Oh, was war ein anderer Klatsch oder was? Okay, dann muss ich nur noch das ändern mit dem. Die habe ich auch schon von Latz. Mit dem Waffenwechsel, wie das alles richtig funktioniert, weil da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, wieder alles über dieses Nummernpad oben zu machen. Okay, erstmal hier noch alles anschauen. Dahin geht's auf jeden Fall. Wenn wir schon fahren, drücke links Alt. Ah, okay, kann ich auch machen. Alles klar, warte mal, ich gehe erstmal kurz hier hinter. Guck mal, ob ich da noch was finde. Oder bin ich von da gerade gekommen? Jetzt bin ich nämlich ein little bit verwirrt. Nee, von da bin ich. Oder warte mal. Nee, okay. Also ist hier nichts. Also laufen wir erstmal zum Ausgang. Jetzt müssen wir hier aus dieser Höhle rauskommen. So, weißt du was seit hier? Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Scheint nicht so, gell? Oh, schreck mich doch nicht so.
Ah, das haben wir den Pimp-Boy. Stimmt. Sehr schön. Ich finde die Dinger so geil. Mit Maus wählst du einen Reiter. Hm. Mit ARD wechselst du die Bereiche. Okay. Drücke Tab, um die Pimpel zu verlassen und auf ihn drauf zuzugreifen. Okay. Hoch angestöpselt und auf geht's. Mach die Hütte auf. Das sieht so geil aus. Ja, Bethesda macht echt geile Spiele, genauso wie Wolfenstein und sowas. Aber kann ich ja leider nicht let's playen, weil ich es ja in der Hakenkreuzfassung habe. Das ist eben halt sehr ärgerlich. Und da wurde wahrscheinlich YouTube übers rumspinnen. Was auch immer. Ja. Diese scheiß Symbolik immer mit ihren Hakenkreuzen, ne, das ist verboten und bla bla bla. So. Sehr nice. So, bin mal gespannt, wie es oben aussieht. Generell, wie die Welt aussieht. So, wir sind drinnen. Fertig, verlassen. Jo. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und dann danke, dass Sie sich zeigt mir mal den Commonwealth. Die meisten Murlocs sind. Ah, okay. Alter, leck mich nicht am Arsch. Das sieht echt viel, viel, viel geiler aus. Ach ja. Ah, ich habe eben meine Konsole immer gerne gezockt, aber. Mh. So. Nehmen wir das erstmal mit. Warte mal, hier ist noch eine Dose. Was ist denn hier? Ah, Aufzugsknopf. Okay. Okay. Vögel leben hier auch noch. Okay, wir schauen uns das jetzt mal hier alles noch ein kleines bisschen an. Gucken wir mal, ob wir kleiner irgendwas finden, was wir hier brauchen. Das schauen wir, Munition, Skalpell, Aschenbecher brauchen wir nicht. Boah, Alter, wie viele sind hier gestorben? Das ist ja krass. Drücke links Shift zum Rennen. Jetzt kann ich eigentlich rennen. Ich wollte vorhin schon rennen, aber das durfte ich nicht. Ist die Ausdaueranzeige. Jetzt sind wir wieder in Sanctuary. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Die Worte haben wir erstmal erledigt und jetzt müssten wir uns dazu begeben, uns mit den ganzen Quests zu beschaffen, dass wir irgendwann mal in ganz vielen Folgen das Kind wiederbekommen oder das Kind wiederfinden. Was generell geschehen ist, ich weiß nicht, welchen Handlungsstrang das sich generell hier nachher ergibt. Weil ich werde es bestimmt wieder anders spielen als auf der PS4. Also so wird es dazu kommen und ich weiß auch nicht, wie das Ende danach ist. Auf jeden Fall werden noch die DLCs mit dazukommen, Far Harbor und Nuka World. Das werden wir auch noch schöne machen und ja. Also, wenn ihr es weiterschauen wollt, dann schaltet wieder ein bei Victim of Games Fallout 4 und bis zur nächsten Folge. Ciao!